ein neues Trainingswerkzeug, den sogenannten bulgarischen Sandsack. Wir brauchen dazu einen alten, gebrauchten, weggeworfenen, vergammelten Schlauch. Es gibt tatsächlich immer noch Fahrzeuge oder sogar spezielle Fahrzeuge, die keine schlauchlosen Reifen haben, sondern wirklich welche mit Schlauch. So einen besorgen wir uns, kostet nicht viel, kriegen wir geschenkt beim Reifenhändler unseres Vertrauens. Dann brauchen wir als Werkzeug ein Leatherman-Tool, Kabelbinder, Kraftband und einen großen Eimer Estrichsand mit einer Schaufel. In Höhe von Fettil. Ja, wenn das Ding scharf wäre, wäre auch schön. Ein V deswegen, weil wir später auch die Form so eine Halbmondform brauchen. So. Okay. Dann nehmen wir uns mal hier so. Wichtig ist jetzt, und das ist wirklich wichtig, dass wir, wenn wir hier den Reifen haben, von innen nach außen den Griff rollen, und zwar in der Breite, in der wir irgendwie zweimal so breit wie unsere Hände. So. Dann kommt der erste Kabelbinder dran. Eng. Okay, nein, nicht ab. So, jetzt mal zur Sicherheit nochmal ein. Über. Schön eng anknallen, abkneifen. So, und alle guten Dinge sind drei. Noch ein dritten. Wir wollen ja nachher, das heißt hier Sandsack, das Ziel, und nicht Sandstreuer. Der Sand soll ja möglichst drin bleiben. Einmal so, das konnte man nicht vorhin, war die Aufnahme nicht so gut. Also nochmal, wir haben jetzt so rum, von innen nach außen, den Reifen, den Schlauch gewickelt, und dann wickeln wir das Kraftband entgegengesetzt von außen nach innen. Ich mache jetzt hier einfach nochmal einen rüber. Ich habe gerade gesehen, in der letzten Aufnahme konnte man das nicht sehen, das muss ich wohl rausschneiden. Also mache ich das nochmal. Eine Lage drüber, zu viel kann man ja nie machen. Und wie gesagt, es kostet dir auch kein Vermögen, das alte Band hier. So. Das ist nun später unser Handgriff. Okido. Hier kommt das weg. Erstmal weg. So. Nun fangen wir an mit Sand auffüllen.
und immer wieder. Was wiegt das Ding denn? So. Okay. Ist mir eigentlich scheißegal, was das Ding wiegt. Aber die Frage wird ja wahrscheinlich doch kommen. Das kann nicht sein. Da stimmt was nicht. Das ist wahrscheinlich der Körperfettanteil, den ich da gerade wieder war. Ja, Moment. Vielleicht gleich wieder dicker. Nee, nee, das ist nicht das Knie. Fräulein. So. Ja klar, das war der Körperfettanteil. So, jetzt haben wir ein Kilo. So, Fräulein. Jetzt haben wir das Richtige. Das war doch nur das Knie. Oh. Wir sind jetzt bei 23,4 Kilo Gesamtgewicht. Eine scheiß Zahl. Ich kippe jetzt einfach mal noch so eine Handvoll Sand da rein, dass man auf 24 Kilo kommt. Wie gesagt, eigentlich ist mir persönlich das Pen egal. Aber wenn ich schon mal wiege, will ich auch eine schöne Zahl haben. Ach so. Yeah. 24 Kilo, Alter. Von innen, also hier innen, nach außen wickeln, das hängt mit der Wickelung, ach Quatsch, mit der Wickelung, mit der Winkelung zusammen. Weil wenn wir andersrum, dann haben wir irgendwie, passt das dann mit der Winkelung vom Griff her nicht so gut. Und auch hier wieder gucken, dass wir zwei Handbreit kriegen, wobei hier eigentlich das Maß für uns das Ende vom Sand sein soll. Also und so eng wie möglich wickeln. Also lieber zweimal ansetzen, dreimal ansetzen, dass wir hinterher so eine Gurke da haben. Wir wollen ja wie gesagt einen Sandsack haben. Und kein Sandstreuer. Wenn ich jetzt natürlich einen hätte, der mir das Ding da rum macht, dann wäre mir natürlich viel geholfen. Irgendwie. Ja, meine, ich habe halt so kleine Hände. Und es sind keine Haare an der Öffnung. Das ist natürlich auch schlecht. Okay. Auch hier nehmen wir wieder drei Kabelbinder. Man kann auch einen nehmen. Das sollte auch reichen. Aber da hier nicht Mutti jeden Tag vorbeikommt und sauber macht und ich eine faule Sau bin, deswegen sieht es hier auch so aus, wie es aussieht, habe ich echt keinen Bock, irgendwann hier auch noch den blöden Sand hier rausholen zu müssen. Also mache ich das lieber mal richtig schön dicht. So. Immer noch mal ziehen, greifen, ab dafür. So. Wieder, wir haben so rum aufgewickelt, kommt unser Kraftband in entgegengesetzte Richtung zum Einsatz. Ja.
war nicht geplant. Das war, wenn man keinen Bock hat. Und dann haben wir unseren Sack fertig. So. Schon können wir die dollsten Übungen mit unserer bulgarischen Sandzeit machen. Kostenpunkt. Die Dinger haben, ich glaube 100 Stück haben 90 Cent gekostet. Das hat, glaube ich, auch irgendwie 1 Euro oder knapp mehr gekostet. Das habe ich geschenkt gekriegt. Der Sand ist vom letzten Mal bauen noch übrig geblieben. Ich habe da Estrichsand genommen, man kann auch normalen Füllsand nehmen. Wie gesagt, Gewicht kann man variieren, man kann es leichter machen, indem man den Sand dann praktisch mit Styroporkugeln vermischt. Und wer so richtig